Hallo, gut, dass du wieder dabei bist. Wir wollen heute anschauen, wie kannst du den Teufel zur Verzweiflung bringen? In Psalm 22, Vers 23 heißt es: Ich will deinen Namen kundtun unter meinen Brüdern. Ich will dich rühmen in der Versammlung. Ein Weg, wie Satan zur Verzweiflung gebracht werden kann, ist durch Lobpreis. Egal, ob der Feind sichtbar vor dir steht, so wie bei der Sache mit David und Goliath, oder ob der Feind aus der Unsichtbarkeit angreift und deine Gedanken attackiert, oder ob du mit Krankheit von innen zu kämpfen hast. Lobpreis treibt den Widersacher raus. In dieser alttestamentlichen Prophetie in Psalm 22 über den leidenden Christus werden uns die innersten Gedanken des Gemarterten beschrieben. Und schau dir an, woher er seine Kraft nahm. Da heißt es ab Vers 3: Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig und du thronst in den Lobgesängen Israels. Lobpreis entthront den Teufel, die Angst und die Sorgen und inthronisiert den Herrn. In einer übernatürlichen Weise bringt Lobpreis die Autorität Gottes und die Siegeskraft des Herrn in jeden unserer Lebensbereiche. Deshalb ist es so eine kluge Angewohnheit, vor jedem Gebet mit Lobpreis zu beginnen. Bete Gott an, schau dir sein herrliches Wesen an. Dank ihm dafür, was er für dich getan hat. Und ich sag dir, es ist immer ein guter Moment, damit zu beginnen, auch jetzt. In Offenbarung wird uns ein Bild gezeigt, wie es im himmlischen Lobpreis zugeht. Und da heißt es ab Vers 13: Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, alle hörte ich sie sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist dieser Blick in den Himmel geöffnet. Uns werden vier Wesen vorgestellt, die nie aufhören zu rufen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Allmächtige, der war und der ist und der ewig sein wird. In Vers 8 lesen wir das. Und während sie das rufen, werfen sich die 24 Ältesten vor Gottes Thron nieder und beten ihn an. Und dabei werden sie von Millionen von Engeln unterstützt, die laut rufen: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lob. Und schließlich bricht die gesamte Schöpfung in Anbetung und Jubel aus. Und wir haben es gelesen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Merkst du was? Der Herr lädt dich ein, heute mitzumachen. Rühme seine Macht, rühme seine Liebe. Erheb ihn über alle Umstände, denn Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum preise ich ihn. Mach mit heute. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.